Willkommen zum Vitamin Berge Podcast Episode 2. Live aus Oberstdorf von der Schattenbergschanze, heute zusammen mit Florian Schütz. Etwas Freestyle, eigentlich wollten wir hoch aufs Rubihorn, aber das Wetter war uns nicht geheuer. Von daher, es regnet schon die ganze Zeit und genau. Eigentlich wollten wir über Downhill-Technik, über Fastest Known Time gegenüber Wettkämpfen reden. So machen wir heute einfach ein Quickie, ja. Kurze Ernährung, aber vielleicht erstmal kurz zu dir, Florian. Wer bist du, was machst du? Ja, ich bin der Flo, ich bin 31, laufe auch seit ein paar Jahren hier auf den schönen Trails hier in den Bergen, habe auch einen Abschluss in Ernährung, auch wenn ich da nicht so viel mache im Moment. Und ja, habe nebenbei auch so ein bisschen ein kleines Business, wo ich versuche, die Leute ein bisschen zu coachen und zu betreuen. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich im Moment mache, wenn ich nicht laufe. Okay. Du wohnst ja hier in Oberstdorf. Ja. Deine Hausstrecke, die sieht man dort vielleicht so ein bisschen, der Faltenbach-Tobel. Ja, oder hier der Schattenberg da rechts. Genau, Schattenberg. Da war ich noch nicht drauf. Das ist mir noch nicht so. Ja, genau. Irgendwann mal. Ernährung, du hast mir vor einer halben Stunde erklärt, obwohl wir jetzt uns, glaube ich, seit 2 Jahren kennen ungefähr. Irgend sowas, ja. Dass du Vegetarier bist, wusste ich jetzt nicht. Ja. Warum? Ja, ich würde mal sagen, es ist zur Hälfte ethische Gründe, zur Hälfte gesundheitliche Gründe. Ich war als Kind schon immer sehr tierlieb und weiß nicht, Tiere haben mich immer schon sehr interessiert und fasziniert. Und ich habe dann aber auch eine ganze Weile lang halt ganz normal Fleisch und Fisch gegessen. Ich war noch nie so der Fleischesser, also bei meinen Eltern gab es auch nicht so wirklich Fleisch, wenn man eher Fisch gegessen ab und zu. Und ja, irgendwann so vor 5-6 Jahren habe ich mich mehr mit der Thematik halt beschäftigt, auch so wirklich, wie wird das gehalten und ja, hergestellt, produziert. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich will das erstmal aus dem ethischen Grund nicht mehr. Und das Zweite ist halt, also ich bin halt jetzt der Meinung, auch durch mein Wissen, sage ich mal, dass man braucht nicht unbedingt Fleisch, um gesund zu sein. Also die Benefits sind für mich, die man jetzt durch den Konsum hat, sind jetzt nicht so wirklich, dass ich sage, ich brauche das, und deswegen, ja, es gibt ja oft auch so den Mythos, dass gerade so die Läufer oder die Sportler, die brauchen viel Eiweiß, und da braucht man viel Fleisch und Fisch, und das lässt sich aber auch alles gut vegetarisch decken. Okay, und musst du dann irgendwas, du sagst ja schon, man muss es irgendwo anders sich herholen, ich esse jetzt auch keinen Fisch, ich überlebe es trotzdem, aber ich esse Fleisch. Ja. Nicht viel, aber ich esse Fleisch. Wie machst du das dann? Also es gibt jetzt, keine Ahnung, Chia und so weiter. Was machst du da? Oder gibt es da irgendwie... Meinst du jetzt speziell für das Eiweiß oder für genau. Also alles, was man so da quasi auf Distanzen da in den Bergen braucht. Ja, also generell mal, es gibt ja oft so die... Ja, es hält sich so ein bisschen der Mythos, gerade die Sportler, da hat man extrem erhöhten Eiweißbedarf, aber nach meiner Erfahrung ist das eigentlich nicht so. Also man kann das auch, wenn man jetzt kein Fleisch und kein Fisch isst, kann man das super decken, zum Beispiel über Hülsenfrüchte, die auch jede Menge Eiweiß haben, zum Beispiel Kichererbsen, sowas, Bohnen, weiße Bohnen, schwarze Bohnen. Das esse ich halt zum Beispiel auch generell selber gern, und von daher ist es, glaube ich, kein Problem da wirklich. Also ich glaube, es kommt keine Eiweißmangelversorgung, weil da kein Fleisch oder kein Fisch ist. Also musst du trotzdem eigentlich auf nichts verzichten, kannst laufen. Ich weiß, dass du schnell bist. Ja. Genau. Wie läuft bei dir so eine Wettkampfvorbereitung? Also morgen ist der Nebelhorn-Berglauf, also geht es genau da hoch eigentlich. Ja. Starten wir beide. Doch, du startest auch. Ja, ne? Genau. Und meine Vorbereitung bestand heute auf der Seealpe oben mit Elblemakronen, also schön Macaroni, Fett-Käsesoße drauf, dazu ein Bier. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Du meinst so spezifische Ernährung vor dem Wettkampf? Also genau, der Tag also wenn es jetzt zum Beispiel letztes Jahr bist du in den Walser Ultra Trail, der ja wirklich nicht ohne ist mit 65 Kilometern und 4.500 Höhenmetern. Ja. Was hast du da den Tag vorher gegessen? Was ich den Tag davor gegessen habe, weiß ich gar ungefähr nicht, aber wahrscheinlich relativ normal, also was ich sonst auch esse, irgendwie abends halt ein bisschen Kohlenhydrate, viel Gemüse, Salat, was wir generell essen, also ich esse jetzt da nichts Spezielles,
essen oft auch abends mal irgendwie Kartoffeln, finde ich halt generell ganz gut. Ich bin nicht so der Nudel- oder Pasta-Fan. Gibt ja oft so das Carbo-Loading dann vor den Wettkämpfen. Ja, also ich finde eigentlich Kartoffeln, irgendein Gemüse, so Salat, das ist eigentlich so bei uns. Gibt es generell oft. Und wahrscheinlich habe ich irgend sowas gegessen. Aber kann auch mal eine Pizza sein oder so. Ich bin da nicht so spezifisch, dass ich jetzt so die eine Mahlzeit habe, die ich jetzt unbedingt essen muss vor dem Wettkampf. Und zum Beispiel in der Früh, dadurch spielt der Walter Ultras, du gesagt, der fängt um 6 an, da steht man ja auch schon relativ früh auf, glaube ich um 4 oder so aufgestanden. Und da mache ich es eigentlich inzwischen immer relativ gleich, da esse ich, also ich trinke nur einfach nur einen schwarzen Kaffee ohne alles, möglichst stark. Und dann esse ich, das gibt vom Müller, gibt es einfach so Bio-Fruchtriegel, da esse ich immer so einen Kokosriegel, der hat relativ viel Energie und halt auch Kohlenhydrate, ja. Und den finde ich ganz lecker und das passt. Der extra starke Kaffee, man sagt ja, Kaffee ist entwässernd. Ja. Bei mir ist es jetzt eher die Cola. Ja. Gleiches Phänomen oder gleiche Auswirkung, viel Koffein entwässernd. Ja. Trinkst du dann noch extra mehr, damit du das wieder ausgleichst, oder ist das eigentlich wurscht? Mehr Wasser meinst du? Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber oder da kommt, ist das Mythos, dass ja, es kommt immer darauf an, es kommt ja auf deinen Konsum an. Zum Beispiel bei uns ist es ja immer gleich, meine Freundin und ich, wir trinken in der Früh, zum Frühstück trinken wir jeder einen Espresso und dann am Nachmittag nochmal einen und im Normalfall war es das auch. Ich hatte ja auch schon Phasen, dass wir auch, wo ich nach München gefahren bin, immer hin und zurück, da habe ich auch viel mehr Kaffee getrunken, da habe ich schon auch gemerkt, dass ich öfter aufs Klo muss und auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dehydriert, aber ich habe auch einfach mehr Durst gehabt. Ich würde sagen, es kommt immer auf die Dosis an. Okay. Und generell bei Kaffee ist halt, ja, gerade auch so im professionellen Ernährungsbereich, es gibt 50 Studien, die sagen, es ist gut, es gibt 50, die sagen, es ist schlecht. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und moderat. Was sagen die zu Cola? Ja, das Problem bei der Cola ist ja eigentlich generell, dass du halt quasi leere Energie hast, also quasi leere Kohlenhydrate und die verbrennst du halt schnell und du hast danach auch schneller wieder Hunger. Das ist auch, wenn du ein Rennen machst oder so, deine Cola trinkst, vielleicht gibt dir die in dem ersten Moment einen relativ guten Energiepush, aber das verpufft halt dann auch schnell wieder. Okay. Und jetzt hast du gesagt, Kaffee, ein bisschen was zu essen. Ja. Und während des Wettkampfs, also gerade 65 Kilometer, ich weiß nicht, wie lange warst du unterwegs? 9 Stunden 20 oder so. Da kriegt man dann doch schon mal Hunger zwischendurch. Ja. Der Mythos Banane, ich glaube, der hält sich noch ganz wacker. Ist da was dran? Ja. Hilft Banane? Also wenn man es verträgt, ja, natürlich. Ja, also generell, ich esse ganz gern auch mal so Früchte, Bananen, Orangen oder sowas. Auch Gurken oder es gibt noch Tomaten. Wenn es funktioniert, klar, bei mir ist es oft so, gerade wenn ich länger laufe, dann habe ich nicht so Lust auf was Festes. Und ja, ich sage mal jetzt der Walter Ultra, das waren auch unter 10 Stunden. Das ist jetzt für mich persönlich ist das eher was kürzere bis mittlere Zeit, wo ich unterwegs bin. Und da funktionieren für mich eigentlich am besten Gels hauptsächlich. Aber ich esse auch mal zwischendrin mal eine Banane oder eine Orange oder so. Wenn ich Lust. Aber ich habe bei mir oft keine Lust, dann irgendwie was zu kauen oder so. Gerade, weil du kennst ja selber, wenn du dann schon ein paar Stunden unterwegs bist und bist ein bisschen K.O., deine Herzfrequenz ist eh höher, dann finde ich es halt oft auch schwierig, wenn du dann noch was kaust zusätzlich, gerade wenn du vielleicht hochgehst dann nach der Verpflegung. Das ist, glaube ich, auch das, wo viele oft dann so Probleme mit dem Magen kriegen. Ne? Wie viele Gels nimmst du da mit durchschnitt? Also so ganz grob? Also im Grunde, das hört sich ein bisschen krass an, aber ich esse schon so alle 20 Minuten ein Gel. Das sind dann so ungefähr 300 Kalorien und 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das ist eigentlich auch so das Maximum, was der Körper aufnehmen kann. Also du kannst auch mehr essen, du kannst jetzt auch 5 essen, aber es wird halt nicht resorbiert. Also kann man das so ein bisschen vergleichen mit dem, was man zu Nahrungsergänzungsmitteln sagt, das ist eigentlich nur teure Urin. Ah. Also wenn man zu viel davon nimmt, dann ja, geht es eh wieder raus, also es ja, bringt eigentlich gar nichts. Ja. Ich bin jetzt nicht so ein Gel-Junkie, also ich brauche es zwar eigentlich auch flüssig, aber ich kann nach dem dritten Gel kann ich das Zeug einfach nicht mehr riechen, weil es so widerlich süß ja, ist. Also ich stürze mich dann eigentlich eher so auf einen schönen Kuchen, ja, am liebsten Schokoladenkuchen, obwohl ich absolut kein Schokoladenfan bin. Ja. Also irgendwo macht das doch was im Kopf, dass man dann, wenn so ein langen Lauf, irgendwas in sich reinschiebt, was man sonst nie essen ja, würde. Bei der Zugspitze,
Mittenwald steht immer mein Bierbarrad. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Vorbildfunktion, was das betrifft, aber es tut einfach gut. Ja. Ich habe auch schon, Bier getrunken in einem Lauf bei der Schweiz letzte, da beim Iron Trail. Da gab es auch Bier, es war zwar alkoholfreies Bier, weil die hatten das schon aufgemacht und ohne Kohlensäure. Das fand ich eigentlich auch super, weil es halt auch eine Abwechslung von dem ganzen Süßkram, egal ob es jetzt Gels ist oder Bananen oder Kuchen. Ich glaube, das ist auch generell die Herausforderung. Also bei mir ist auch so, ich esse im Alltag relativ wenig bis gar nichts Süßes, also auch kein Zucker und sowas. Und mir hängt, bei mir ist eher so die Gels, ja, es ist nicht so der Hit, die zu essen, aber ich kann mich da irgendwie schon überwinden und das ist irgendwie auch so ein Mechanismus dann einfach, dass ich das einfach esse, weil ich weiß, ich brauche Energie. Und weißt, das funktioniert gut. Bei mir ist eher so, bei mir irgendwann hängt mir dann das Süße so zum Hals raus. Genau. Und dann finde ich es halt ganz gut, wenn es irgendwie ein Brot gibt oder Chips zum Beispiel, finde ich auch relativ cool. Das ist einfach so gesalzene Chips. Kartoffelchips. Ja, hast ja auch relativ viel Energie, auch relativ viel Fett. Und ja, ich glaube, das ist generell oft so bei Rennen, dass viele Leute dann sagen, ja, ich hatte Probleme, irgendwann konnte ich nichts mehr essen. Ich glaube, der Trick ist halt rauszufinden, was kann man essen, auch wenn man jetzt 10 oder 20 Stunden unterwegs ist. Und ja, ich glaube, das kann man nur rausfinden, indem man es auch im Training ausprobiert. Also bei mir ist es so, dass ich zu viel esse. Ja. Ich habe dann meinetwegen mal kurz in die Erdnussschale gegriffen. Ja. Dann habe ich Brühe gegessen, dann kommen noch Nudeln dazu, ja. Da kommt eine Tomate dazu, ein Stück Kuchen geht auch noch rein. Ja. Und dann renne ich los und denke mir so, oha. Aber du isst dann hauptsächlich an der Verpflegung und dann relativ viel. Und zwischendrin sehr aber eher viel, zwischendurch vielleicht mal ein Gel oder sowas. Ja. Ich nehme meistens auch noch Kuchen mit im Rucksack. Ja. Das Ding ist nur, ich habe dann öfter mal das Problem, dass es einfach hier eine Kugel draus wird. Ja. Sich untereinander und dann will es nicht raus. Ja. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich isst du dann halt, wie ich gesagt, mit den 60 Gramm Kohlenhydrate, die du ungefähr pro Stunde verdauen und resorbieren kannst. Wahrscheinlich ist das Problem, dass du dann einfach zu viel auf einmal isst und dann hast du die ganze Matsche im Magen quasi und dann ist dein Körper, weil fürs Verdauen braucht der Körper dann auch wieder mehr Blut und dann entzieht er dir das Blut aus anderen Körperteilen und dann denkst du, oh, warum bin ich so schlapp? Dabei ist dein Körper einfach mit Verdauen beschäftigt. Also ist deine Empfehlung eher so, gerade für die langsamen Läufer eher, die Zeit haben, also gefühlt mehr Zeit haben als jetzt die Schnellen, die wirklich die ganze Zeit durchrennen und Platzierungskämpfe austragen. Was mitnehmen, unterwegs essen? Ja, vor allem halt regelmäßig essen. Ne? Dann lieber zum Beispiel, du kannst jetzt auch den Kuchen mitnehmen und dann isst du als Beispiel ein großes Stück, isst du halt das erste Drittel bei der Verpflegung und dann in 20 Minuten das andere und dann 40 Minuten später den Rest. Und so kommst du ja im Grunde auch auf das, was zum Beispiel 3 Gels sind. Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch egal, im Grunde ist es auch egal, was du isst, solange es für dich funktioniert, aber wenn du es halt regelmäßig isst. Was ich jetzt zum Beispiel mal ausprobieren will, den Sommer, dann einfach so ein bisschen selber machen, so Kartoffeln, so wie so eine Art Kartoffelbrei, den einfach abfüllen in so Beutel, gibt es so Beutel, die kannst du oben raus aufreißen, dann kannst du das quasi auch rausdrücken wie ein Gel. Oder ich kenne auch Leute, die machen sich selber Kartoffelbrei? Ja. Okay. Selber so Reisbällchen oder sowas, also auch herzhaft und die ist auch quasi wie so ein Gel-Konsistent. Na, es gibt ja jetzt auch diese Pizza, wie so Powerbar mit Pizzageschmack. Ja. Meinst du von Cliff Bar, diese Organic? Wahrscheinlich habe ich noch nie gesehen, irgendwie aus den Staaten. Ja. Ich hätte es ja gerne mit Kaspatzen. Ja. Gibt es sicher irgendwann. Gibt es noch nicht, aber ich habe auch gedacht, könntest du einfach Kaspatzen machen in Pürierer und dann da rein, aber Es gibt aber auch schon relativ viele Alternativen. Viele sagen ja auch generell, ich mag gar kein Gel und esse dafür die Riegel, also für wen das funktioniert. Ich habe auch manchmal dann ein paar Riegel dabei, die ich halt zwischendrin dann mal esse oder am halben oder gerade am Anfang, wenn ich eh noch langsamer unterwegs bin, esse ich dann eher mal einen Riegel als ein Gel. Ja. Okay. Wir sind immer noch während des Laufs, jetzt ist nicht immer so ein, Regenwetter, manchmal ist es auch mächtig heiß. Ja. Du weißt, ich schwitze extrem, also wirklich, mir ist das was Gutes. Ich trinke sehr viel, aber natürlich mit viel Wasser oder ISO, du schwitzt trotzdem alles raus. Ja. Wie stehst du zu dem ganzen Thema Salz? Wie oft, wann vertragen das alle oder hast du da schon mal Erfahrung gemacht, dass Leute sagen, geht überhaupt nicht? Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich schon beides gesehen, so über die Jahre. Es gibt Leute, die trinken wirklich nur reines Wasser.
nehmen gar kein extra Salz. Und es gibt Leute, sagen wir, die nehmen extrem viel Salz zusätzlich, um auf der sicheren Seite zu sein. Quasi. Also bei mir zum Beispiel alle anderthalb Stunden, wenn es warm ist, nehme ich mit einem großen Schluck Wasser 1 Gramm Salz. Ja, 1 Gramm. Ja, das ist auch schon relativ viel. Ne? Ja. Ja, aber ich spitze halt auch sehr viel. Ja, also. Ja, ich glaube im Grunde, immer schwierig pauschal zu sagen, ich glaube, man kann das auch nur rausfinden. Es gibt auch einfach Leute, die schwitzen einfach mehr Salz aus, und es gibt Leute, die schwitzen weniger Salz aus, obwohl sie vielleicht die gleiche Menge jetzt vom Schweiß her schwitzen. Und ich persönlich weiß auch nicht, warum das so ist. Bei manchen ist es einfach so, das hängt sich auch noch mit anderen Elektrolyten zusammen, die man ja auch ausschwitzt beim Laufen. Das ist ja zum Beispiel das, was dann auch in dem ISO-Getränk oft drin ist, ne? so Kalium zum Beispiel noch. Und ich persönlich mache so, ich habe jetzt die letzten Rennen immer ein bisschen rumexperimentiert mit Salz, habe da immer relativ wenig genommen, weil ich schätze mal so, ich war jetzt im Mai beim Transvulkania, da war es nicht so heiß wie die letzten Jahre, da habe ich jetzt so immer so 0,5 Gramm alle 2,5 Stunden genommen oder so, und das war okay. Oder merkt man das, dass es zu weh, also dass ich zu viel Mineralien quasi oder zu viel Salz verschwitzt habe und eigentlich mal wieder was nehmen müsste? Mm. Also wie wirkt sich das aus? Also gibt es da irgendwelche Anzeichen? Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen oft, ja, ich merke das dann, wenn ich Krämpfe habe. Oder es dann generell viele einfach. Aber dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, nein, du kannst es halt immer. Ich persönlich hatte jetzt noch nie einen Krampf generell beim Laufen, deswegen kann ich jetzt aus eigener Erfahrung wenig dazu sagen. Aber ich glaube, es hilft schon auch akut, wenn du jetzt merkst, ich habe einen Krampf, wenn du dann einfach ein bisschen Salz, ein bisschen Elektrolyte zuführst. Und meistens, also was ich gehört habe, hilft es dann auch schon, dass es dir in dem Moment wieder besser geht. Okay. Aber generell ist es halt. Ich finde es immer schwierig, da auch eine Empfehlung zu geben und zu sagen, man soll jetzt so und so viel zuführen, weil es halt auch einfach viele Beispiele gibt und manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Ich glaube auch, ich bin generell immer ein Fan davon, einfach das auszuprobieren, und man findet es auch dann raus über die. Also generell, wie auch mit der Verpflegung, was man verträgt und so weiter, vor dem Training schon mal testen. Ja. Zielanlauf, was ist das Erste, was du dir an der Zielverpflegung schnappst? Wahrscheinlich nichts Süßes auf jeden Fall, weil dann kann ich nichts Süßes mehr sehen. Also zu trinken entweder ein alkoholfreies Bier oder normales Bier und irgendwas, Chips oder sowas, oder wenn es sowas geben würde, Pizza oder sowas. Oder nach dem Rennen finde ich Käse eigentlich auch ganz cool. Käse und Brezen oder sowas. Also Käse, Pizza und Bier. Ja, so ungefähr. Perfekt. Ja. Mein Mann. Ja. Wunderbar. Das war's für heute, würde ich sagen. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Wenn das Wetter ein bisschen besser ist, dann möchte ich nämlich mit dir aufs Rubihorn. War ich dieses Jahr noch gar nicht. Machen wir. Und dann sprechen wir über die anderen Themen, Downhill-Technik und Fastest Known Time. Das machen wir. Ich danke dir, Florian. Bis bald. Bitte. Ciao. Ciao. Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast dabei warst. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminbäre.de/002. Wenn dir Vitamin Bäre gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung auf iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Bäre Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.